Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelfilter-Sektion der Formationstäter. Heute ist Dienstag, der 5. Februar 2019, und gestern am späten Abend mitteleuropäischer Zeit brachte Google respektive Alphabet Zahlen, und Überschrift für uns ist: Marge ist der Schlüssel. Wir wollen uns die Zahlen angucken. Ich werde mir erlauben, die Zahlen aus meiner Sicht zu deuten, wenn wir uns das Ganze natürlich aus technischer Sicht anschauen. Wo sind die entscheidenden Unterstützung- und Widerstandsmarken? Im vierten Quartal ein Umsatz von knapp 39 Milliarden, 25% über den Vorjahr und 21% über den Erwartungen bei so einem großen Unternehmen. Gewinn 12,77 US-Dollar und 31% über dem Vorjahr und 21% über den Erwartungen, wobei man sagen muss, es gibt so einen mysteriösen Anteil von Gewinn, über eine Milliarde von nicht realisierten, nicht marktabhängigen Schuldverschreibungen. Also macht ungefähr nur, wenn ich es richtig gerechnet habe, etwa 15%, 10% des Gewinns aus, und doch ist das ebenfalls damit drin. Die Werbeumsätze, das sind etwa 70-80% der Einnahmen von Alphabet über Google, plus 19,9%. Weiterhin Wachstum also im wichtigsten Segment. Allerdings die operative Marge im vierten Quartal nur noch bei 21%, im Vorquartal bei 24%. Erwartet waren 22%. Die Kosten, um Umsatz zu generieren, sind um 15% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Und die Kosten pro Klick für Klienten, das heißt, wenn man Werbung schalten will, sind um 29% gefallen. Im Vorjahreszeitraum waren sie schon um 9% gefallen. Jetzt fallen sie um 29%. Initial war ja Google nachbörslich 2% vorne. Und dann ist Google unter Druck geraten. Das ist durchaus mit ein Grund, warum das zustande gekommen ist. Weil die Marge nicht so ist, wie gewünscht ist. Es wächst nämlich die Sorge der Marktteilnehmer, dass gegebenenfalls Google es nicht schaffen kann, aufgrund der starken Konkurrenz. Und es gibt ja nicht nur, wenn man sieht, Google macht etwa 102 Milliarden der weltweiten Online-Werbeeinnahmen aus, Facebook macht 67 Milliarden, Alibaba 30. Nur muss man sagen, hier nicht aufgeführt sind Baidu, Tencent, Amazon, Microsoft, Twitter, Oath und wie sie alle heißen, und der Markt ist heiß umkämpft. Und das ist Sorge der Marktteilnehmer, dass Google gegebenenfalls aufgrund der starken Konkurrenz immer weiter die Marge senken muss, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Dann muss man dazu sagen, natürlich hat Google mit 80% etwa Marktanteil mit Android eine starke Vormachtstellung. Es ist aber auch so, dass immer mehr Menschen Zeit auf sozialen Medien verbringen und weniger browserabhängig arbeiten. Und das ist ja die Stärke von Google. Das heißt, das ist eine gegebenenfalls zusätzliche Problematik, was bei Google entstehen könnte. Bevor ich da jetzt zu dieser Folie bevor ich darauf eingehe, möchte ich sagen, ich glaube nicht an Parallelen zu Apple. Habt auch deswegen drei Fragezeichen dahinter gesteckt. Und das ist meine persönliche Meinung. Das ist ganz wichtig, bitte, dass Sie jetzt verstehen, dass es sich jetzt nicht um eine objektive Darstellung von Zahlen, sondern dass es sich um eine reine Interpretation handelt. Bei Apple war es ja so, dass mehrere Jahre Apple stagnierende iPhone-Absätze hatte. Die sind immer so leicht gefallen eigentlich, die Absätze. Und Apple hat ja über 2/3 der Einnahmen mit den iPhone-Verkäufen gemacht. Dann hat aber Apple Folgendes gemacht. Mit jeder Generation wurden die Preise pro Gerät erhöht. Man hat die gleiche Anzahl an iPhones verkauft, weil sie aber teurer waren, hat man es geschafft, immer mehr Gewinn zu generieren. Ich habe dann auch irgendwann mal, als Apple am Allzeithoch war, für diejenigen, die uns regelmäßig verfolgen, gesagt, das wird jetzt langsam schwierig, man kann nicht immer weiter an der Preisschraube drehen. Es fehlt an Innovation. Dann war irgendwann mal der Markt gesättigt, es gab dann deutlich weniger Einnahmen, weil es auch immer mal zu teuer wurde, und dann sind die Verkaufszahlen eingebrochen. Und dann ist so
eine mögliche Sorge des Marktes. Man sagt, wartet mal kurz. Also Google schafft es zwar immer weiter, Umsatz zu steigern, aber nur auf Kosten der fallenden Marge. Wie weit können die denn das eigentlich treiben? Das ist eine mögliche, ist meine Interpretation, Sorge des Marktes, warum Google nachbürstlich 3% runtergegangen ist. Man muss aber auch dazu sagen, F&E, Forschung und Entwicklung oder Research and Development, wenn man sich das anguckt, im Jahr 2017 betrug es bereits 4 Milliarden und mittlerweile 2018 6 Milliarden. Und das ist wiederum das zweite, in Anführungszeichen, Problem der Investoren. Einige finden das großartig, was Google macht, im Bereich Robotik, im Bereich der künstlichen Intelligenz, unabhängig von Robotik, im Bereich selbstfahrendes Fahren und weitere Forschungsfelder. Andere sagen, Google gibt vielleicht zu viel Geld aus. Und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man sich dann am Ende aufgrund der hohen Gesamtausgaben, die insgesamt um 80% gestiegen sind gegenüber dem Vorjahr, dass man dann sagt, okay, das sind zu viele Investitionen und die werden sich möglicherweise nicht lohnen. Jemand, der also in Google investiert, muss sich die Frage stellen, finde ich es gut, in einer Firma investiert zu sein, die vielleicht nicht so viel Dividende bezahlt, aber sehr viel in Forschung steckt, und wird sich das wieder lohnen oder nicht? Und kleiner Gimmick am Ende, wenn man sich das nochmal auf der Kostenseite anguckt, also prozentual am stärksten gestiegen, sind Strafen der Europäischen Kommission von 2,7 Milliarden im Jahr 2017 auf 5 Milliarden. Google muss ja Strafen dafür zahlen, dass sie auf ihre Android-Telefone immer Chrome vorinstallieren. Das ist übrigens nichts Neues. Microsoft musste damals Geld bezahlen, weil sie auf ihren Rechner Internet Explorer installiert haben. Same, same, no difference. Die Unternehmen machen es nach wie vor. Gut, wenn wir uns jetzt die Zahlen angeguckt haben, dann lasst uns gemeinsam auf den Chart schauen. Aus technischer Sicht kann man Folgendes sagen. Man kann sagen, Google konsolidiert im Bereich der 1.000-Dollar-Marke, nimmt die 1.000 Dollar raus, kommt wieder zurück, testet die 1.000 Dollar und springt hoch auf 1.300. Wird aber sofort abverkauft. Das ist eine umgedrehte V-Formation. Man könnte vielleicht sogar weitergehen und sagen, Moment mal, ist das vielleicht eine Schulterkopf, wird das eine Schulterkopf-Schulterformation? Das ist sehr früh. Das ist sehr früh, hier eine Schulterkopf-Schulterformation zu machen, denn ihr habt hier nur ein Hoch und ein höheres Hoch und zweimal das gleiche Tief. Deswegen lasst mal erstmal gucken, ob der überhaupt möglicherweise eine rechte Schulter macht. Denn in dem Augenblick, in dem der Markt hier ganz lange seitwärts läuft, dann ist nämlich nichts mehr mit Schulterkopf-Schulterformation. Was man aber sagen kann, ist definitiv, tief hoch wird in gleichem Tempo abverkauft. Das bedeutet aus rein technischer Sicht, dass Google so kurzfristig es schwer haben wird, die 1.300 rauszunehmen. Auch vielleicht mittelfristig, also auch in diesem Jahr. Das sieht man auch in den Zahlen. Also, dass da so ein Wachstum entsteht, dass jetzt diese Widerstandszone rausgenommen wird, ist unwahrscheinlich. Gerade weil der Markt da so gescheitert ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich das anschaut, ist auch Google zwischen 2016 und Ende, Mitte 2018 um über 100% schon wieder gestiegen. Um 90%, 95%. Und das, was hier vonstatten geht, man könnte sagen, das ist eine Stange und das ist eine konsolidierende Bullenflagge. Wir haben also eine große und breite Konsolidierung. Wenn wir uns das kurzfristig angucken, nach meinem Dafürhalten, gibt es hier eine durchaus wichtige ehemalige Unterstützung bei 1.150 Dollar, was jetzt eine Widerstandszone ist. Für den Fall, dass der Markt das rausnehmen kann, aus meiner Sicht sind die Ziele 1.200, 1.220. Dann ist schon wieder ein richtig starker Widerstand. Alles, was der Markt wieder zurückmacht und für den Fall, dass dann hier erste sehr spekulative Marke 1.100 fällt, zweite Marke die 1.070 fällt, größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 1.000. Falls der Markt wieder diese Flagge abarbeiten will, ich darf nochmal auf eines hinweisen, hier gibt es noch eine richtig große Kurslücke bei 900 Dollar. Das wäre auch eine potenzielle horizontale Unterstützungszone. Und wenn man sich das Ganze einmal über den Wochenchart anschaut,
dann haben wir von dieser gesamten bullischen Welle die 61% Retracement-Marke ebenfalls im Bereich der 900-Dollar-Marke. Also richtig starke Unterstützung, ohne dass ich euch sage, dass der da hinkommen wird. 61%, 200-Wochen-Linie, offene Lücke im Bereich der 900 Dollar. Sehr starke technische Unterstützung aus meiner Sicht. Und jetzt gerade alles eine übergeordnete Konsolidierung zwischen 1000 auf 1300, untergeordnet 1160 auf 1000. In diesem Sinne, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, gerne positiv bewerten, gerne kommentieren und sagen, ich glaube, Google wird die Vormachtstellung ausbauen und nicht nur im Bereich Online-Marketing, sondern auch in anderen Bereichen. Oder sagt ihr, ist ein Riese, was gerade kurz davor ist, zu stürzen, so wie anderen Riesen es auch so gegangen ist. Auf alle Fälle gerne eingeladen, auch weitere Ausgaben zu Einzelwerten, zum Beispiel Amazon, Tesla, Apple, was wir zuletzt euch zur Verfügung gestellt haben, euch anzugucken. Und abonniert unseren YouTube-Kanal, denn in dieser Woche kommen die großen DAX-Konzerne. Und dann schauen wir uns nämlich die DAX-Werte an. Mein Name ist Hamid Esnachar und ich wünsche euch einen gelungenen Handelstag.